Perfekt gefangen, liebe Freunde. Willkommen hier auf diesem Best Gun auf YouTube. Hier sind wir wieder angekommen bei uns, liebe Freunde. Und jetzt ist hier mal wieder die große Erzählstunde ausgebrochen. Es gibt vieles zu berichten. Ihr seid herzlich eingeladen. Hallo. Auf dem roten Teppich unserer Wohnung. Nice. Seid willkommen. Hier der Stefanos. Nein, liebe Freunde, ihr habt es natürlich mitbekommen. Wir waren am Samstag an Halloween feiern und waren da so als Rugby-Team so geschminkt hier in Wild. Damals, als wir noch im Club war, sehr nice. War ein richtig komischer Abend auf jeden Fall. Ich glaube, um 4, 5 Uhr morgens war ich so out of space, wirklich. I'm gonna send him to out of space. Aber das war sehr, sehr nice. Aber wir haben, hast du was gefilmt? Ich habe gar nichts gemacht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe nur ein Foto von Simon auf dem Klo gemacht, hier. Freunde, eine kurze Sache. Ich stelle mal das Szenario nach. Wir waren halt sehr gut dabei auf einem guten Pegel, sagen wir mal. Pegel halten. Und haben dann komischerweise, hier haben richtig viele Leute geschlafen. Und ich mach das mal vor, ich lag genau hier. Hier waren Chanks Füße und so richtig komisch. So, dann schlafe ich hier, wir sind alle völlig down. Und plötzlich kommt folgendes Geräusch. Denn, schaut mal hier, diese Maschine lag hier. Aber es hatte ja keiner diese Fernbedienung. Aber trotzdem hat die so einen Fehler. Store, ne? Das war, als ob das ein Timer eingebaut war. Alle 5 Minuten, die ganze Nacht wirklich. Und wir sind alle 5 Minuten aufgewacht. Aber anstatt dieses Ding woanders hinzutun, haben wir das nicht gecheckt und sind 50 Mal in dieser Nacht wirklich aufgewacht. Lag hier lag doch so eine Frau, als ich kam. Ja, da war ich aber nicht da. Das stimmt, da warst du weg. Da war ich weg. Ich komm hier so rein, so nichts an. Dann lag hier halt das Sofa voll, hier war Schenk. Und da lag dann so ein Mädchen und guckt mich so an. Also die anderen beiden haben schon gepennt und dann gucken mich solche Augen an. Ich denke mir nur so, what's going on here? Nein, Quatsch. Nein, also das war so, ich kam hier halt rein, dann haben die halt schon gepennt und Schenk hatte keine Decke. Dann bin ich so in meinem Zimmer gegangen, hab Schenk halt noch so zugedeckt. Und die, ja, ich kann ja nicht ohne Decke da pennen lassen. Dann hat die mich so saukomisch angeguckt. Also ich glaube, sie dachte, dass ich Schengen eine Decke gebracht habe, um nochmal einen Grund zu haben und um ins Zimmer zu kommen und irgendwie ins Gespräch zu treten oder so. So sah dieses Gesicht. Keine, zu mir gehörten die nicht. Die gehörten mir auch nicht. Die war hier einfach. Oh, Jaguli! Jangole, die Frau wieder! Oh, habt ihr den Spin gesehen, Alter? Nice. Das war ein perfekter Spin. Apropos Jangole, er ist wieder da, aber er ist wieder weg und wir schalten jetzt live wieder zum Jengal. Freunde, Revi fährt hier die ganze Zeit mit seinem Eierhawk rum. Wie komisch sieht das einfach aus? So ein Roboter. Alter Junge! Oh mein Gott! Ja. Ihr seht, er ist gerade beim Revi-Drehen, aber das ist jetzt natürlich nur minimal temporär. Der ist offiziell wieder da und an unserer Seite, liebe Freunde, André und ich haben uns eben betätigt und zwar kreativ. Wir haben etwas designt, ein paar Sachen. Ah, stimmt. Crime Shop, Freunde. Ich habe es bei Snapchat gesagt, wenn ihr die Wunschliste für Weihnachten noch nicht geschrieben habt, mindestens einen Platz freihalten. Das also, ist richtig nice. Wir probieren gerade, aber das wird wegen Produktion und so. Das ist enger Zeitplan, aber possible. Aber es werden Anfang Dezember wird auf jeden Fall noch mal viel dazukommen, liebe frische Sachen. Ihr werdet es sehen. Es gibt aber noch eine Kleinigkeit und zwar zum Thema Katze. Wir hatten ja noch nicht drüber geredet. Jo, in eineinhalb Wochen kommen die. Habe ich auch mal so die Kommentare durchgescrollt. Dann stand da so vereinzelt. Jo, bla bla, diese Katzen. Bei euch ist es viel zu laut. Ja, das Tier wird da untergehen. Bei euch ist immer so laut. Erstens, dieser Gedanke ja sowieso mega dumm, als ob es hier 24 Stunden laut ist. Es ist vielleicht einmal kurz laut, wenn wir hier drehen, aber ansonsten, ja, man muss auch mal, wenn man, bevor man was schreibt, vielleicht eine Sekunde nachdenken. Aber das ist aber auch so, diese Katzen, das ist so eine besondere Rasse, bei der ist das so, wenn hier viel Chaos ist und viel los ist und so, die findet das mega geil. Also wenn hier immer, wenn es laut ist und so, die ist halt so richtig interessiert, geht mit rein in Trouble, bla bla, das sind jetzt keine Katzen, dass wenn hier irgendwie was los ist, die sich in der Ecke verstecken und so, oh, was geht und so, sondern die feiern das halt mega, wenn was los ist, sagen wir mal, wir würden jetzt umziehen oder so, dann würde die das richtig interessant finden. Die da den ganzen Tag rumjumpen. Genau, deswegen haben wir auch unter anderem, natürlich wegen Sarahs Allergie, aber auch wegen dieser Charaktereigenschaft, dass die das halt feiern, wenn ein bisschen Action ist, auserwählt, liebe Freunde, also seid bitte unbesorgt und haut erst in die Tasten, nachdem ihr das hier angemacht habt. Ihr seht schon, das ist eine Crime Cat, die macht dem Wort Crime alle Ehre, sie passt perfekt hier hin. Das war's, Freunde. Das war's, es ist morgen viel passiert. Das ist ein Video vom Dreh morgen. Wir drehen mal wieder morgen für Freitag natürlich Crime Time. Ihr wisst es, 14 Uhr. Seit wir die Crime Time wieder eingeführt haben, Freunde, nochmal
Danke läuft wieder an den Support für euch. Kommt alles mega nice an, macht uns mega Bock, die Crime Time zu drehen. Boom, boom. Und ich glaube, das war's für heute Nacht. Ich glaube auch. Wir sehen uns dann morgen, ja. Ja, André, gehen jetzt schlafen. Ich glaube, es sieht so aus. Okay, in dein oder in mein Bett? In deins heute. Okay. Tschüss.